den dritten. Und interessant auch, dass seit der Sommerpause die Mannschaft von St. Pölten ungeschlagen ist. Also auch das spricht für die Mannschaft von Pichler. Die Salzburger haben wieder Schwierigkeiten, vielleicht sogar sehr ernste, denn Trainer Otto Baric konnte die Reise nicht mitmachen. Er liegt mit Atembeschwerden daheim, muss morgen vielleicht ins Spital, diesen Weg baldige Besserung. Und Co-Trainer Slavko Kovacic musste also in St. Pölten auf der Betreuerbank Platz nehmen. Und noch ein Wermutstropfen für die Salzburger. Jurcevic ist verletzt und kann nicht eingesetzt werden. Dennoch lautet die Devise von Betreuer Kovacic: vorwärts. Auf dem Papier ist diese Absicht der Salzburger auch erkennbar. Mit Pfeifenberger, Sabitzer und Stadler sind drei Angreifer aufgeboten. Hier war Muschek, der Wunschspieler von Trainer Baric. Zumeist versuchen die Salzburger mit hohen Bällen ihre Stürmer in Front zu bringen. Aber es herrscht eher Ratlosigkeit wie hier bei Feiersinger. Er weiß nicht, wohin er spielen soll. Dann ein schlechter Pass. Dieter Ramos ist plötzlich allein. Kommt an Weber vorbei. Aber nicht mehr an Gager. Schinkels. Und jetzt ist diese Chance für die St. Pöltener zu Ende. Hier Dieter Ramos. Er ist gemeinsam mit Hannes Weber Sturmspitze bei St. Pölten. Guter Pass jetzt auf Sabitzer und ein Foul von Prikop, seinem Bewacher. Freistoß für die Salzburger. Torhüter Kirasic und Weber. Aber auch bei sogenannten Standardsituationen bringen die Salzburger nicht viel zu Wege. Und hier eine symptomatische Szene. Rückpass. Trainer Anton Pichler fordert mehr Initiative. Steinbauer. Wieder Steinbauer. Rosenecker. Und an die Stange. Die größte Chance der St. Pöltener in der ersten Spielhälfte. Glück für Torhüter Otto Konrad. Auf der Gegenseite wieder Freistoß, diesmal durch Peter Artner. Kopfball von Pfeifenberger. Aber es bleibt beim 0:0 in den ersten 45 Minuten. Hier Clubsekretär Rudi Mirtl von Salzburg, er telefoniert ständig mit Otto Baric und versucht, Anweisungen des Trainers zu erhalten. Peter Artner. Adi Hütter, der in der zweiten Hälfte gekommen ist, statt Muschek. Und er bringt mehr Schwung in das Spiel der Salzburger. Überhaupt ist die Begegnung in der zweiten Spielhälfte abwechslungsreicher. Hier noch ein Gag, ein ungewollter. Es herrscht dennoch einige Verwirrung. Milewski jetzt. Otto Konrad hat Mühe. Und da rutscht noch Dieter Ramos rein. Das Spiel in den zweiten 45 Minuten wesentlich farbiger. Peter Artner. Stadler und Kirasic. Jetzt ist das Spiel viel abwechslungsreicher als in der ersten Spielhälfte. Steinbauer, Janonis und Herbert Weber rettet auf der Linie. Dann geht Rosenecker, an seiner Stelle kommt Maul. Vorher war schon Vordecker für Hannes Weber gekommen und Reisinger für Stadler bei Salzburg. Und die St. Pöltener feuern ihre Mannschaft weiterhin an. Frenkie Schinkels. Vordecker, an die Stange, aber das Spiel geht weiter. Milewski, und plötzlich ist Maul ganz allein. 1:0 für St. Pölten, 6 Minuten vor dem Spielende. Ja, Trainer Anton Pichler hat eine gute Hand bewiesen. Vordecker und Maul haben praktisch das 1:0 für St. Pölten eingeleitet. St. Pölten gewinnt gegen Salzburg 1:0. Sie haben, glaube ich, noch nicht viele Tore für St. Pölten geschossen. Ich glaube, ein schönes Gefühl, oder? Ja, sicher, es ist ein schönes Gefühl und das Tor möchte ich vor allem meinen Sohn widmen, der vorige Woche auf die Welt gekommen ist, der Sascha. Salzburg jetzt ein bisschen in der Krise. Wie erklären Sie sich das? Na, ich weiß nicht, die Krise will ich nicht sprechen. Es ist immer Umstellung, es sind zwei neue Mittelfeldspieler zu uns dazugestoßen, die was heute gespielt haben. Und bis das klappt, glaube ich, dauert sicher noch einige Zeit.
Naja, und hoffentlich kann der Otto Baric beim nächsten Mal wieder auf der Betreuerbank sitzen. Richtiger Tipp hier für den Toto-Freund. 1.